wieder herzlich willkommen bei Ellens Chaoskessel. Heute möchte ich gerne mit euch eine Fischsuppe mit Gemüse machen. Vorweg, ich habe frischen Fisch und zwar habe ich genommen Lachsfilet von, ich habe alles frisch, eine frische Theke von Real gekauft. Dann habe ich Kabeljau und Seelachsfilet. Insgesamt brauchen wir 300 Gramm in mundgerechte Stücke, wie ihr hier sehen könnt. So, ich werde euch jetzt vorerst mal sagen, was wir alles dazu benötigen. Wir benötigen eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 100 Gramm Schinkenwürfel, 100 Gramm Karotten, 100 Gramm Kartoffeln, 100 Gramm Porree in so Streifen geschnitten, 100 Gramm Paprika in Stücke, entweder eine grüne, eine rote oder eine gelbe, wie ihr mögt, eine Sellerie in mundgerechte Stücke geschnitten, dann brauchen wir noch Sahne, Brühkörnchen, und Milch, Wasser und Öl. Das war es schon, was wir dazu benötigen. Dann fangen wir auch gleich an. So, ich habe euch jetzt mal anders gestellt, damit ihr auch vernünftig mit in den Topf reingucken könnt. Wir fangen an mit der Knoblauchzehe und der Zwiebel. Die kommen komplett ganz rein. Das Ganze wird jetzt 3 Sekunden Stufe 5 zerkleinert. Ich denke, das können wir zusammen machen. Dafür brauche ich euch nicht wegzudrücken. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir das natürlich, wie wir das kennen, mit dem Spatel nach unten schieben. Und da ich die Suppe schon mal gemacht habe und wirklich die war wunderbar lecker, weiß ich auch, wie das alles schon sein muss. Hier, da sind noch ein paar Stücke drin, aber ich selber mag auch gerne so Gemüsestückchen in der Suppe mit drin. Aber das wird noch alles noch ein bisschen mehr zerkleinert. So, jetzt geben wir das Öl dazu und zwar 20 Gramm. Das machen wir jetzt. So, 20 Gramm. Jetzt machen wir schnell den Deckel drauf, denn die Zwiebel sind unheimlich scharf. Vielleicht hat ja jemand einen Trick und kann mir sagen, wie meine Augen nicht tränen. So, jetzt haben wir das Öl dazu gegeben. Jetzt wird das Ganze 3 Minuten auf 120 Grad auf Stufe 1 gedünstet. Ja, dann lassen wir das mal dünsten und ich wische mir die Tränen derweil weg. So, und weiter geht's. Wir geben jetzt dazu die 100 Gramm Karotten. Ich habe immer etwas mehr. Das sind jetzt 120, die Kartoffeln sind 115. Ich habe einfach eine Karotte, dann Sellerie habe ich so ziemlich genau eine Kartoffel, so habe ich das gemacht. So, die Karotten geben wir mit rein. Meine Kartoffelchen geben wir mit rein. Alles in mundgerechte Stücke geschnitten, so wie ihr das hier sehen könnt. Dann kommt der Sellerie mit rein und Paprika geben wir mit rein. Jetzt machen wir wieder den Deckel drauf. Jetzt wird das Ganze wieder 3 Sekunden Stufe 5 zerkleinert. Ihr habt gehört, Entschuldigung, ich bin am Stativ gestoßen. Der muss da ganz schön was tun. Ich zeige euch auch jetzt gerne, wie das aussieht. Das ist für mich jetzt tatsächlich noch ein bisschen zu grob. Manche, wobei ich das jetzt nicht ganz so schlimm finde. Aber ich habe nur Angst, dass mir das gleich bei der Kochzeit dann nicht so richtig passt. Deswegen, ich tue das nochmal 2 Sekunden Stufe 5. So, ich denke mal, es kommt immer drauf an, wie das auch alles liegt. Aber manche Stücke sind mir definitiv zu groß. So, machen wir nochmal 2 Sekunden. Stufe 5. Und jetzt bin ich sicher, jetzt reicht das dann auch. So. Ja, jetzt ist das für mich auch perfekt. Auch für eine Suppe, die Inhaltsstoffe können jetzt schön austreten, die gesunden Vitaminchen. So. Jawohl.
Das tun wir drauf. Mit links ist das immer. Ich bin Rechtshänder. Jetzt kommen dazu und zwar 700 Gramm Wasser. Wenn das ein bisschen mehr Flüssigkeit ist, das macht nichts. Ich mache es mit Absicht auf etwas mehr. Dann kommt da noch zu die Brühwürfel, 2 Stück. Ich nehme jetzt mein fertige Brühe. Und dann nehme ich 2 schöne Esslöffelchen, tue ich da rein. So. Dann kommen die Schinkenwürfel mit rein, die wir auch so schön klein gewürfelt haben. Mit rein. Und wir geben auch direkt den Porree mit rein, den wir auch in so schöne feine Ringe geschnitten haben. So, komplett mit rein. Ich rühre das jetzt nur mal eben einmal so ein bisschen unter. Das muss man nicht, aber ich mache das gerade. So, das Ganze. Nicht wundern, ich habe meinen Fisch so lange hier weggestellt im Kühlschrank, weil der muss nicht die ganze Zeit hier draußen bleiben. Und deswegen. Okay, jetzt haben wir die Wasser dazu, Brühe dazu, Schinkenwürfel dazu, Porree dazu. Das Ganze kommt jetzt für 12 Minuten. 12 Minuten, 100 Grad. Linkslauf, nicht vergessen, Linkslauf auf Stufe 1. Ja, dann lassen wir das jetzt mal vor sich her köcheln. Bis gleich. So, die Kochzeit ist vorüber. Jetzt kommen noch die restlichen Zutaten dazu. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich zeige euch das auch gerne mal wieder. Das ist schön dick, wie wir das gerne mögen. Aber jetzt kommen ja noch die Hauptzutaten dazu. Und lecker. Boah, wenn man nur den Geruch schon mal einstellen könnte. So, wir geben jetzt dazu 200 Gramm Sahne. Oh, ich schlabber immer. Das kriege ich mich dann immer selber auf. So, das ist ein Becher. Der soll 200 Gramm haben. Jetzt gucken wir mal, wie viel der jetzt wirklich hat. Und meistens ist immer weniger drin, wie draufsteht. So. Da sind jetzt nur 190 Gramm drin. Ich kann schütteln so viel, wie ich will. Aber es sollen 200 Gramm drin sein. Und das habe ich grundsätzlich. Brauchte ich 400 Gramm, habe 2 Becher reingetan und habe nur 350 Gramm gehabt. Das war sehr ärgerlich. So, dann kommt dazu noch die Milch und zwar 100 Gramm Milch. Dann gebe ich hier jetzt 110, dann passt das wieder von der Flüssigkeit. Wobei ich ja auch mehr Wasser reingetan habe, daher passt das auch mit 100 Gramm. Oder auch nicht, ihr seht, ich habe es nicht so mit dem Genauen. So, dann kommt der Fisch dazu. Wie erwähnt, ich habe alles in mundgerechte Stücke. Da unten ist auch der schöne Lachs zu sehen. Ein wunderschönes Rot. Ich gebe das auch ganz langsam da rein, dass das nicht rausspritzt. Da unten ist der Lachs. Oh, ich freue mich schon so auf die Suppe, sage ich euch. Ich weiß, dass sie nämlich sehr lecker ist. Eigentlich wollte ich erst die Brühe umschütten und mit dem Fisch in einen normalen Kochtopf fertig machen. Aber ich habe gedacht, komm, um euch das jetzt zu zeigen, wie das auch wird. So, jetzt kommt ein Teelöffel Salz. Ich mache erstmal einen halben nur, beziehungsweise so ein Dreiviertel, weil ich ja auch Brühe drin habe. Weil ich immer Angst habe, dass es mir versalzen wird. Weil ich finde, nach Würzen kann man immer. So, dann haben wir einen halben Teelöffel Pfeffer. Geben wir rein. Und dann steht da 1 bis 3 Spritzer Zitrone. Ich habe eine halbe Zitrone komplett ausgedrückt. Und die tue ich jetzt auch mal mit rein. So.
Jetzt geht es darum, dass praktisch nur noch der Fisch vernünftig aufgeheizt wird. Und der sollte auch richtig heiß sein, wegen Salmonellen und so. Das kennt ihr ja alle selber, ne? So, wir machen 5 Minuten auf 90 Grad. Linkslauf nicht vergessen. Ne? So, Linkslauf und Stufe 1 praktisch pochieren lassen, nennt man das dann. So, Stufe 1. Ja, und dann wird das Ganze nur noch abgeschmeckt. Und dann heißt es guten Appetit. Aber wir sehen uns gleich noch, wenn die Suppe fertig ist. So, das war's schon. Ich würde sagen, jetzt schmecken wir die Suppe mal einmal zusammen ab. Ich rühre das noch einmal. Die ist für mich jetzt ziemlich dünn, muss ich sagen. Die könnte für mich noch etwas dicker sein. Ich glaube, ich werde sie mir auch andicken. So sieht die aus. Ich schmecke die nur mal einmal ab. Also wirklich ein Traum. Ich lasse die auch so dünn, weil wir essen Brötchen dabei, fällt mir gerade ein. Und dann geht das. Ich werde die Suppe jetzt mit euch noch zusammen umschütten. Und zwar gebe ich die hier rein. Ich drehe euch mal ein bisschen, dass ihr das noch sehen könnt. So, und ich kippel euch mal ein bisschen. Moment, ihr Lieben. So, ich werde jetzt die Suppe hier in eine Schüssel umfüllen. Das spritzt nämlich. So. Ich finde, egal was ist, man kann definitiv besser aus einer Schüssel essen wie hier raus. Also, und das sieht auch nicht so lecker auf dem Tisch aus. Würde ich behaupten. Ihr Lieben, alles rausholen. Nichts vergeuden lassen. So. Rühren wir hier noch mal alles um. So, ihr seht, die Suppe sieht lecker aus. Da ist der Fisch. Hier richtig schön Lachs. Wunderbar. Alles drin. Das garnieren wir jetzt noch ein bisschen mit Petersilie. Wenn wir haben, ich habe leider nur diesen hier ein bisschen drüber, denn das Auge ist ja bekanntlich mit. Und fertig ist unsere Fischsuppe. Ihr Lieben, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich wie immer um Daumen hoch. Ich wünsche euch einen guten Appetit und vor allen Dingen viel Spaß beim Nachmachen. Fotos kommen auch noch. Ciao, eure Ellen.